Moin Moin und willkommen zu Tunic. Wir haben in der ersten Folge den Wachmann besiegt und machen uns jetzt auf den Weg. Wo wollen wir überhaupt hin? Fällt mir gerade ein. Genau, wir müssen die Westglocke läuten. Also müssen wir altes Haus, Geflügelkonstellation, dunkles Grab, Westgarten und Fragezeichen. Schauen wir, ob wir da hinkommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ein Schwert, mit dem wir nämlich uns ein paar Wege freihauen können, was wir vorher noch nicht konnten, was wir jetzt aber großartig können. Geht's auch hoch. Hier gibt es auf jeden Fall eine neue Anleitung, wie man sieht. Oh, das ist die Karte, die Oberwelt. Zum Bergtor, altes Haus. Da müssen wir hin zum alten Haus. Wo sind wir denn jetzt hier? Kann man nicht sehen, ne? In der Kanalisation. Schlorm, Geschütz. Er will etwas schützen, aber was? Umkreisen benutzt er das Schild. Tipp, Schild. Ja, wir müssen erst mal das Schild finden. So, die sind schon mal weg. Oh, da unten ist auch wieder. Wie kommt man denn da hin? Kann man da runterspringen? Nee, kann ich nicht. Okay, wir gehen erstmal hier hoch. Denn das ist der Weg, in den wir gehen müssen. Das ist der Weg. So. Ah, guck mal, da macht uns wieder eine Treppe. Beziehungsweise eine Leiter. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder hier vorne. Okay, dann speichern wir noch einmal. Jetzt wisst ihr, wo wir sind wieder am Startpunkt, also sozusagen nicht direkt am Startpunkt, aber da, wo wir rübergegangen sind und nicht mehr in das Tor reinkommen, was versiegelt wurde. Wisst ihr, das goldene Tor? Gut, wir wissen alle. Also geht's hier unten weiter. Jetzt können wir hier rüber. Warte mal, wir können das ja auch hier durch, ne? Oh. Ah, guck mal, die können wir direkt platt machen. Ja, sie haben gar keine Chance mehr. Was steht denn da? Stadt. Okay, in die Stadt gehen wir jetzt mal. Wenn es da längs geht. Man kann so ein paar Abkürzungen freischalten, sehe ich gerade. Das ist natürlich ziemlich cool. Beziehungsweise, was die Abkürzungen sind. Aber jetzt können wir hier überall durch. Sind ja in dem Sinne nur Abkürzungen, weil wir... Lass uns mal hier in die Glocke, in diese Mühle reingehen. Wie man sieht, mühlt die Mühle. Ist Frage. Warte mal kurz. Da. Wir sollen hier noch nicht rein. Da steht Fragezeichen. Ich glaube, hier sollen wir noch nicht rein. Okay, okay. Hä? Oder kommen wir doch da rein? Hat er uns irgendwas angeboten? Bombe oder Heiltrank? Ich hätte einen Heiltrank. So viel haben wir, klar. Aber noch ein mehr, ne? Was ist das? Kaufe ich auch. Ah, ist ein kleiner Verkäufer hier. Mehr, lass mal rausgehen hier. Mehr können wir nicht kaufen. Wir müssen mal gucken, wie wir die Bomben einsetzen können. Ach, hier gucken wir, was wir alles eingesammelt haben da oben. Da sind Bomben, irgendwas anderes. Ist das eine Maske? Testen wir mal. Pass mal auf. Ach so, da ist noch was drin. Okay, aber ist doch gut zu wissen. Gut, hier können wir jetzt nicht so viel machen. Es war der Verkäufer. Oder ein Verkäufer. Gucken wir mal, ein bisschen mehr Überblick bekommen. Okay, da müssen wir irgendwie... Wie kommen wir denn da rüber? Wird schon ein Weg uns... durch die Gegend schlagen. Lass uns erstmal runtergehen und die Leute da unten kaputt machen. Oh. Oh, Mist. Oh, jetzt ist es eng. Hier, na, doch nicht. Mehr schön den Rücken. Mal kurz hochgehen hier. Ist hier was für unsere Anleitung? Augenblick gesichert 100%. Blocken. Stabilität normal. Keine Sicherheit. Geringe Stabilität, stärker verwundbar. Verwundbar? Okay. Okay. Warte.
Schwert, Stock, Schild, Bombe, 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 Schlüssel, Früchte, Chili, Efeu, Bildnis, Köder, Goldmünze. Okay, Zaubertrank. Gut. Diese Klanggabel. Kann ich gar nichts machen. Ich dachte, ich könnte die Klanggabel irgendwie nutzen, aber das macht gar nicht keinen Sinn gerade. Oh, was ist er denn? Oh, was ist er denn für ein harter Typ gewesen gerade? Wie viele Schüsse hat der denn versammelt? Komm, dann trinken wir lieber was. Darauf ist mal ein Schluck Sanostol hier. Okay. Da kommen wir her, ne? Sollen wir hier links gehen? Na, ah, geht runter. Guck mal, da ist auch eine Tür. Mal gucken, da war was drin. Ah, ich brauche mein Schild. Wo kriegen wir ein Schild? Schild. Wo kriegen wir ein Schild her? Vielleicht hier drin. Lass mal doch die Bomben irgendwo reinstellen. Also, dass wir so ein paar haben. Vielleicht hier oben auf Y, da drücke ich nicht so oft drauf. Für irgendwas werden die ja Nütze sein, ne? Huch. Trinken mal einen Schluck aus der Buddel. Hier unten, ne, sollen wir hier unten erstmal längs gehen oder über die Brücke? Wir gehen erstmal hier unten längs. Das ist noch eine Stimmgabel. Ah, guck mal. Okay, da haben wir auch getroffen. Oh. Ah. Dann ist hier so ein Typ, der schießen kann, glaube ich. Huch. Ach, guck mal, hier waren wir von der Katze drüben, wenn ihr euch erinnern könnt. Da waren wir ja ganz am Anfang. Durch? Wo landen wir hier? Ist wieder ein Brunnen. Oh! Wollen wir was trinken hier? Da sind wir von der... eine Schatztruhe. Eine kaputte Hülle. Die ist bestimmt auch für irgendwas gut. Für was, weiß ich aber nicht. Okay, ist wieder so eine kleine Abkürzung gewesen. Aber Schlüssel haben wir nicht, ne? Nein. Schade. So, müssen wir mal hier längs laufen irgendwie. Und hier runter. Hier unten noch irgendwas verpasst. Da geht's einfach nochmal runter. Aber wie kommen wir denn da zu dem hin? Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Kann ich nicht mal aufmachen. Kurz da runter gehen. Oh! Oh, oh, oh! Das schaffen wir nicht. Da brauchen wir das Schild für. Also müssen wir erstmal das Schild finden, bevor wir hier, glaube ich, weiterkommen, weil blocken können wir gerade gar nichts. Shit. Und wir haben auch ganz schön lange her, wo wir gespeichert haben, ne? Ich gerade. Warte, hier geht's runter.
Aber ich muss meine Münzen auf jeden Fall wiederholen. Schon wieder, wie viel Leben ich schon wieder verballert habe. So. Muss ein bisschen aufpassen hier. Ich darf ja nicht gleich wieder drauf gehen, ich will meine Sachen gerne haben. Dann gehen wir gleich hier rüber über die Brücke. Irgendwo müssen wir ja noch eine Dings finden, aber. Oh. Nein! Oh! Was trinken wir? Ich muss noch meine Sachen noch haben hier. Die holen wir jetzt schon schnell. Hoffe ich zumindest. Müssen wir ihn da noch platt machen. Das sind meine Sachen, die sammle ich schon ein. Und ist auch so ein großer Typ da. Ich weiß nicht, der sieht auch irgendwie sehr, sehr stark aus. Ich gehe einmal über die Brücke, nur um zu gucken, ob wir nicht da vielleicht nochmal ein Schild oder sowas finden, weil irgendwo müssen wir das Schild ja herbekommen. Oder beziehungsweise, ob wir hier irgendwo noch eine Speicherstelle finden. Was ja auch nicht schlecht wäre. Ja, die bringen mir gar nichts, diese Klangdinger. Noch nicht. Kommt vielleicht auch noch. Oh. Oh, wie trifft er mich denn hier? Das gibt's doch gar nicht. Oh, hier ist die Kiste. Na toll. Ah, ist auch so ein Ding. Okay. Ist die Frage, wo ich hin muss, ne? Also ich kann natürlich jederzeit wieder sterben jetzt hier. Ist hier irgendwo runter. Weg da, ich will zur Kiste. So ein Münzding. Wir haben doch hier aber irgendwas. Was ist das denn hier? Na, guck mal, können wir schon leben. Aber okay, aber es reicht ja nicht. Wir müssen auf jeden Fall. Ist an den Typen noch vorbei hier? Da liegt der Schlüssel auf jeden Fall. Schlüssel haben wir schon mal. Altes Haus. Ah, guck mal. Das alte Haus. Ist das da oben? Warte mal, wo war denn? War nicht hier irgendwo noch so eine. Ah, ich weiß nicht mehr, was war. Ich glaube, irgendwo war auf jeden Fall so ein. Irgendwas, wo wir raufgehen, reingekommen. Das sieht irgendwie wie eine Falle aus. Wir haben irgendwo ja eine Tür gefunden. Das war ziemlich weit am Anfang, ne? Wo wir nicht rein konnten. Da müssen wir nochmal hin. Oh, warte mal, kann man hier runtergehen unter den Tunnel? Da habe ich mir auch irgendwo eine Kiste gesehen gerade eben. Drüben. Oh. Oh, krass. Oh. Wie dumm von mir, wie dumm von mir. Wie dumm von mir. Das war mega dumm. Zerstört ist Atoll, aber hier soll man garantiert nicht hin. Zerstört ist Atoll, hört sich überhaupt nicht an wie. Hört sich gar nicht toll an. So, müssen wir irgendwie vorbeischummeln gleich.
Wow. Okay. Ist er schon wieder weg? Okay, lass mal gucken, ob wir hier nicht gehen können. Ist auch auf jeden Fall ein Weg. Das ist auch cool, dass man hier alles erforschen kann, so. Das ist wieder so ein Geschütz, da gehen wir mal lieber nicht hin. Also zumindest nicht, solange wir kein Schild haben. Und ein Schild kriegen wir hier gar nicht so, aber da geht es auch nicht weiter. Geheimgang? Nee. Da steht auch nichts dran. Das heißt, sie sind hier irgendwo im Geheimen. Da geht's auch nicht weiter. Ach guck mal, jetzt sind wir hier. Ach, jetzt sind wir hier unten, wo wir gerade eben. Also hier sind wir auch schon gewesen, aber eben oben, ne? Krass, und hier kann ich da reingehen. Geh ich hier rüber? Ach Quatsch, das ist so eine Abkürzung oder sowas. Okay. Gut, lass uns auch schnell speichern. Wir waren auch hier irgendwo, hatten wir auch eine Tür, glaube ich, die wir nicht aufgekriegt haben. Ich speichere trotzdem mal kurz. Also eine Karte wäre nicht schlecht. Weil ich glaube, die ist hier drauf. Guck mal, da. Oberwelt. Aber wo war diese? Da ist das alte Haus. Wo sind wir denn hier? Da bin ich gerade beim Fuchs. Das alte Haus ist ja eigentlich nur da unten. Da müssten wir... Ah, warte mal, das ist doch gar nicht so schwer. Müssen wir nur hier runter? Und noch einen runter? Was, wenn ich richtig geguckt habe? Genau, und dann da unten über die Brücke. Da waren wir ja sogar schon. Dann waren wir doch auch schon beim alten Haus. Aber wie sind wir denn da hingekommen? Kurz mal reingucken. Von da oben. Ach, guck mal. Okay. Gut. Versuchen wir mal. Gut, dass wir gespeichert haben. Können wir hier rüber? Das ist das alte Haus hier, ne? Jetzt müssen wir nur die Leiter runter und dann da rein. Das kriegen wir auch hin. Huch, geh doch mal runter da, die Leiter. Ja, aufmachen. Wofür haben wir den Schlüssel, ne? Rein da. Das war nicht euer Ernst. Warte mal. Ach, da ist ein Weg, ja. Ich wollte gerade sagen, wieso. Dachte, das wäre so ein Skelett, was aufwacht, wisst ihr? Hier liegt ein Schild. Jetzt haben wir ein Schild. Yeah! Perfekt. Jetzt sind wir gut ausgerüstet. Okay, kommen wir da rein? Nee. Gehen wir erstmal hier hoch. Diese isometrische Sicht ist ab und zu ein bisschen verwirrend. Aha, warte mal. Da sehe ich doch auch noch einen Geheimgang. Okay, aber da sollen wir jetzt ja nicht längs. War lustig, dass man hier überall so kleine Wege findet. Gehen hier längs. Passiert aber nichts. Hier ist aber eine fette Kiste. Ein Zahn. Cool. Das ist schon ganz cool gemacht alles, ne? Macht auch Spaß, muss ich zugeben. Thank you.
So. Eine heiße Chili. Das ist eigentlich ganz cool, dass man die einfach so blocken kann. Man sieht, sind die Angriffe von hinten immer noch am besten oder effektivsten. Oh. Nein. Oh, okay. Am effektivsten auf jeden Fall. Aber leider. Oh, jetzt haben wir unser Schild und so alles verloren auch. Ich hoffe nicht. Haben wir noch gespeichert? Doch, wir haben gespeichert zwischendurch. Ah, das war ja jetzt gerade ehrlich. Okay, man muss ein bisschen die Energieausdauer in meinem Kopf behalten. Kann ich auf der Karte auch sehen, wo ich gestorben bin? Kann man das sehen? Ich weiß es gar nicht. So, erstmal den Weg da wieder hinfinden, ne? Vielleicht gehen wir einfach durchs alte Haus wieder, damit wir den gleichen Weg wieder dahin finden. Das macht am meisten Sinn, glaube ich. Auf jeden Fall mein, ich habe mal Leben, mein Leben, mein bisschen Energie trinken können, fällt mal rein. Ich habe nicht dran gedacht gerade eben. Ach, komm schon. Sogar rein. Muss man den Ball gucken. Ah, soll man da reingehen? Hey, warten. Ich will erstmal meine Sachen holen. Ah, es ist so ein bisschen gefährlich, dahin zu gehen. Weil da ja dieses Schildding ist. Aber ich kann natürlich mein Schild dahin halten, aber. Warte mal. Okay, warte mal. Geh mal weg da. Geh mal kurz in diese Richtung. Ich muss auch kurz auf den Plan gucken, wo wir hin sollen überhaupt. Was ist denn jetzt unsere Idee eigentlich hier? Ja. So, altes Haus, geflutete Kanalisation, dunkles Grab. Also altes Haus waren wir. Geflutete Kanalisation. Guck mal, ob das hier ist vielleicht. Gehen wir hier hoch, mach die Treppe auf da oben. Da oben. Kann man schon irgendwo aufmachen, oder? Guck mal, was ist das hier? Kann ich gar nichts machen, schade. Da oben ist wieder so ein goldenes Portal, habe ich gerade gesehen. Dann ist das vielleicht die dunkle Kanalisation. Sollen wir mal testen? Gehen wir mal rein. Oder geflutete Kanalisation heißt das ja, ne? Das ist ja die hier. Gucken wir nochmal.
Dunkles Grab ist das. Oh. Ich glaube, hier sollen wir noch nicht rein. Ich denke, wir müssen erstmal irgendwo wahrscheinlich eine Lampe herbekommen oder sowas. Okay, da können wir nicht rein. Aber dann wissen wir schon mal, wo die ist. Geflutete Kanalisation, okay. Dann ist sie, glaube ich, hier hinten irgendwo. Und dann müssen wir daran wahrscheinlich vorbei. Ich trinke trotzdem mal einen Schluck nochmal, falls mich dieses Ding da gleich abschießt. Ich laufe nochmal vorbei. Oh. Ah, komm hier raus. Komm hier. Oh, ich hätte das Ding umkippen können, aber ich bin... Leider habe ich was total Dummes gemacht. Ich habe diese blöde Menü oben angemacht. Wie dumm war das denn bitte sehr? Das ist doch so ein langer Weg dahin, finde ich. Kommt es nur so vor. Naja, eigentlich nicht, ne? Aber es kommt mir so lang vorher mal der Weg. Okay. Hier soll nicht hin. Ach, das ärgert mich gerade. Wir laufen jetzt nochmal hin, gucken, ob wir da irgendwas reißen können. Ich glaube zwar nicht. Das schützt zwar gegen die Geschütze, aber wir können die Geschütze damit... es bringt uns irgendwie gerade nicht so viel. Nicht, dass wir die Geschütze nicht zerstören könnten, aber oh Mann. Aber irgendwie... Kommt es so vor, als ob die nicht das machen, was ich will? So. Oben längs. Guck mal, da sind wir gestorben. Und dann müssen wir doch irgendwie das hinkriegen, dass wir da nicht sterben, vielleicht. Die beiden lassen wir da hinten stehen. So. Gehen wir hier längs. Mal rüberkommen. Ich muss das gerade mit der Bombe machen, weil anders, glaube ich, hätten wir es nicht geschafft. Was sagt er denn hier? Guck mal. Ach, guck mal, das sind, willst du deine Kraft vergrößern? Würde ich gerne. Kann ich machen mit diesen Sachen, die ich da gesammelt habe? Okay. Attribute. Ah, okay. Aber ist die Frage, bei wem? Muss man dafür wieder runtergehen vielleicht? Schauen wir mal. In der Kanalisation. Ah, warte mal, bevor die Kanalisation gehen, ganz kurz, können wir, glaube ich, hier oben eine Abkürzung freischalten. Dann sehen wir das Ding hier runter machen, oder? Guck mal, dann sind wir nämlich direkt hier und können einmal speichern. Ah. Aber können wir das dann jederzeit machen? Nee, dafür müssen wir zu ihr hin, ne? Okay. Das können wir auch längst so hinsetzen, okay. Gut, dann müssen wir gucken, ob wir, zu dieser Tante nochmal hinkommen. Und die kann uns dann so ein bisschen unsere Attribute verstärken, vergrößern, was auch immer. Gut, das testen wir gleich mal, wenn wir da hinkommen. Ich weiß nicht, wann wir da hinkommen. Wahrscheinlich nie. So. So, da war irgendwas mit, in unserer Karte, war auch irgendwas mit diesen Viechern da. Eine Art Schleim, der dir ständig zu nahe kommen will. Betäube ihn durch Blocken. Okay. Oh.
Mist, okay, muss noch sagen, dass die explodieren. Aha, können wir durch Schleim gehen? Ja, okay, können wir. Gut, und wir können auch die Kiste aufmachen hier, ne? Schön ist es nicht hier unten. Okay, wir gehen erstmal hier unten längs doch nochmal. Ich kann hier nicht springen, ne? Also nur mal nebenbei. Ich kann hier blocken, aber ich kann hier nicht springen. Da können wir rein, okay. Ach, guck mal, noch eine Frucht gefunden. Aber so lohnt es sich hier so ein bisschen zu gucken, ob man Geheimgänge finden kann. Aber ich würde sagen, wir machen direkt später weiter hier in der Kanalisation. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.